Herzlich willkommen zu einem Schminkkorb Review. Ich zeige euch die Sachen, die ich letzte Woche benutzt habe oder diese Woche. Heute ist Sonntag, wie immer oder wie meistens, sagen wir mal. Und dann suche ich mir wieder neue raus. Es wird eine kleine Änderung geben, weil ich mich nicht so arg beschränken will. Ich will vieles Neues ausprobieren und viele, wenn es hinhaut, Videos dazu zu machen. Natürlich. Und wir fangen an mit der Base. Ein absoluter Favorit, muss ich echt sagen, ist dieses Lacombe. Ich muss sagen, es ist nicht fettig, es hat Lichtschutzfaktor 30, ich liebe es. Also wenn jemand was sucht, kann ich euch das empfehlen. Ich werde auch gucken, wo ich das herbekommen kann und wo es am günstigsten ist zu kaufen. Liebe ich. Das fand ich auch cool. Es hat echt jetzt nichts Atemberaubendes gemacht, aber hätte... Also ich habe ab und zu mal meine Tagespflege, die ich hier zugeschickt bekommen habe, also kostenfrei, ne? Und durfte sie testen, vergessen habe oder sie zu lange eingewirkt hat, war sie mir relativ trocken. Das kann ich auch schon mal dazu sagen. Es ist jetzt nichts, finde ich, für wirklich Anti-Aging. Da habe ich das Gefühl, es müsste etwas reichhaltiger sein. Also tagsüber ja, aber dann auch etwas zügiger mit Arbeiten oder halt eben ein so ein irisierenden, er riecht nach Kokosnuss und ist auch ganz, ganz... Feuchtigkeit spenden, aber nicht zu fettig. Also nicht wie einen Sonnenschutz, den ich schon mal hatte mit Lichtschutzfaktor 30, dass ich dann so glänze. Also der ist da echt optimal. Und das war echt ein Zusammentreffen, der gut funktioniert hat und ich habe es echt gemocht. Dann hatte ich noch einen Primer, den ich auch sehr, sehr mag. Der hat Lichtschutzfaktor 20. Kann ich euch auch ans Herz legen. Habe ich heute auch drauf. Und er lässt die Haut nicht fettig wirken. Das mag ich sehr gerne an ihm. Deswegen kann ich ihn euch ans Herz legen. Und ja, euch den mal anzugucken, ist ja aus der Reihe von Essence Your Better Work Proof Primer. Ich werde den auch weiterhin benutzen. Dann habe ich ja eine neue Foundation. Ich glaube, wir kommen jetzt zu Foundation. Genau. Foundation ist ja diese hier mit drin gewesen, immer mal wieder, weil da echt nicht mehr viel drin ist und ich sie einfach platt machen möchte. Und Yves Saint Laurent, ich fand die sehr, sehr schön. Die hat super schön funktioniert. Die habe ich heute auch drauf. Also gemischt mit der hier, das ist also, die kann ich überall reinmischen. Die funktioniert immer, da ist immer die, oder zurzeit ist da jetzt die Fit Me Matte & Poreless drin. Ich liebe sie, mit der lässt sich alles schön mischen, ein bisschen aufhellen und. Touche Eclat Le Teint, also wirklich von der Farbe her super. Ich müsste ein Ticken bräuner sein, wirklich nur ein Müh. Und dann würde sie perfekt auf meiner Haut sitzen. Sie macht wirklich ein schönes Finish. Ich finde, sie ist trotzdem nicht ihr Geld wert. Ich bekomme trotzdem so ein schönes Finish hin mit einer Foundation aus der Drogerie. Also zum Beispiel die Fit Me, die kann das genauso. Also ich würde sie mir, denke ich, nicht nachkaufen, weil ich glaube, die kostet sehr, sehr viel Geld. Und ich bin ganz, ganz, ganz froh, sie getestet zu haben. Werde sie auch... glücklich aufbrauchen können, weil sie wirklich toll ist. Aber ich glaube, ich werde sie nicht nachkaufen. Aber das kann sich ja ändern, wenn ich sie aufgebraucht habe. Kann es immer noch sein, dass Ina den Rappel kriegt, sie aufzubrauchen, nachzukaufen. Dann hat auch tatsächlich funktioniert, das erste Mal, glaube ich, überhaupt, dieses MAC-Puder mit der Touche Eclat Foundation. Touche Eclat, war das richtig? Touche Eclat, genau. Hat super funktioniert. Ihr seht, ich bin ziemlich weit gekommen auch mit dem Puder. Ja, das war das Einzigste, diese Kombi war das Einzigste, wo dieses MAC-Puder wunderschön aussah. Ich habe keine Ahnung, warum oder an was es liegt. Die Foundation, muss ich sagen, ist auch nicht zu reichhaltig, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass es sich dann nicht so hässlich absetzen kann. Aber das war wirklich ein Produkt, was ich wenigstens aufbrauchen kann oder wo ich weiß, wo ich es aufbrauchen kann. Ja, genau. Dann mit drin dabei waren diese Tropfen, die fand ich richtig schön. Ihr werdet die Videos ja nach und nach sehen. Ja, fand ich cool, würde ich immer wieder benutzen. Also wirklich, die Tropfen sind einfach schön. Die lassen sich super auch auf Puderprodukten auftragen. Das hatte ich nämlich, glaube ich, getestet gehabt. Wirklich sehr, sehr schön und so als Blush-Ersatz, Hammer. Also wirklich ein Glow-Glow, ohne dass es die hässlich, die Falten betont oder die Haut schrecklich aussieht. Wirklich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Gibt es leider nur online. Ja, leider kann man sie so nicht gucken. Dann, bevor mir das hier jetzt runterfällt alles, zeige ich euch diese Palette von BH Cosmetics. Ich muss sagen, ich habe nicht allzu oft zugegriffen.
sie ist toll pigmentiert. Es sind wirklich schöne, natürliche Farben. Kann ich euch ans Herz legen. Das ist die Nude Blush Palette und finde ich toll. Ja, genau. Kann ich euch trotzdem ans Herz legen, weil ich sie echt gut finde. Und auch diese NYX Palette hatte ich benutzt gehabt. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, waren diese zwei Töne gemischt in der Mitte. Das ist ein helles, weißes Puder fast schon. Und das ist ein Banana Powder unter den Augen. Wirkte überhaupt nicht trocken. In Kombination hatte wirklich ein schön seidiges Gefühl. Aber allerdings werde ich mir so eine große Palette nicht mehr nachkaufen, weil ich sie einfach seltenst zugreife. Deswegen möchte ich sie ja platt machen, weil ich sie so selten benutze. Dann überraschenderweise, ich springe jetzt hier überall rum. Wir machen jetzt erstmal die Tarte-Produkte und dann kommen wir. Absoluter Flop, das wisst ihr, das wisst ihr. Und das wollte ich nochmal gesagt haben. Terra Naturi Blush, guckt euch den mal an. Ich hatte gedacht, die Farbe kommt mir sehr bekannt vor, denn den L'Oreal, den neuen Blush, den die Niki vorgestellt hat, das ist der mit Wassermelone, Watermelon, keine Ahnung, war mir mit 12 Euro echt ein bisschen zu teuer. Da habe ich echt gedacht, nee. Der riecht zwar nicht ganz so gut, also ich habe auch an dem Tester herumgerubbelt, der war so unten im Regal, ich wollte jetzt nicht auf die Knie gehen und an dem Tester schnüffeln. Deswegen, ja, ich kriege gute Fortschritte, muss ich sagen, mit diesem Produkt und ich mag das auch, also ich mag das, das habe ich heute auch drauf. Genau, das habe ich heute drauf, getoppt mit einem Highlighter. Ich finde, das finde ich wunderschön und deswegen ein absoluter Favorit. Ja. Immer und als Backup noch da. Dann als Tab-Produkt habe ich auch dieses Puder benutzt hier. Diese Kleber, ne? Wenn da so die Klebereste drin sind. Kann ja später putzen. Fit Me Puder fand ich richtig gut. Es hat nicht meine Poren zwar verschlossen, aber hat es auch nicht geöffnet oder schlechter gemacht. Ich habe das Puder wirklich gefeiert. War ein Ticken zu dunkel, würde ich sagen. 120 ist ein bisschen arg. Ich würde eher so 105 nehmen oder so. Aber wirklich ein schön seidiges Puder. Hat bei mir gut funktioniert. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ja, habe ich sehr gerne benutzt. Hat mir gut gefallen. Ja, würde ich auch, habe ich auch in mehrfacher Ausführung und ich feiere das. Wirklich sehr gerne. Dann überraschenderweise habe ich heute, ne, heute habe ich synthetische Pinsel für dieses Produkt benutzt hier. Das ist ja so ein, den habe ich heute drauf. Der sieht grünlich aus, komischerweise. Und auf der Haut wirkt er dann rosa. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, aber bei mir wirkt er rosa, ne? Diesen Shift, den ihr seht, das ist mit diesem Produkt passiert und das ist rosa. Keine Ahnung, obwohl das einen grünen Schleier hat. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So grünlich und trotzdem schimmert das rosa. Also wenn ich jetzt direkt drauf gucke, sieht das... Oh, das sieht grün aus. Na, da drin sieht es grün aus und dann wird es rosa. Keine Ahnung, mir hätte es grün wahrscheinlich nicht gefallen. Ich fand das tatsächlich mit synthetischem Pinsel besser. Das hat nicht so... Es ist nicht so explodiert als mit Echthaarpinsel. Deswegen die Love-Produkte. Das ist in der Farbe Highlighter-Puder. So sieht es aus. Ja, fand ich besser mit synthetischen Pinseln aufzutragen. Heute mit den BH Cosmetics neuen Pinseln. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Auf meiner Haut wirkt das rosa und auf meinen Handrücken grün. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin verzweifelt. Ja, dann als Tarte-Produkt. Ich finde nur, diese matten Geschichten sauen immer so schnell ein. Von Sarah Novak habe ich heute auch als Bronzing-Topper. Wirklich ein toller Bronzer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich nochmal die NYX-Palette getoppt mit. Ich mag das ja, wenn mein Gesicht so ein bisschen Spiel drin hat. Auch, ja, auch als Swatch. Wirklich sehr, sehr samtig und seidig. Gefällt mir vom Finish her, gefällt mir vom Farbton her. Wirklich ein tolles Produkt. Tolles Puder. Wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Dann habe ich noch als Tarte-Produkt, als Tette, diese Palette, die Niki hat mir noch geschrieben. Ich habe dir doch gesagt, die sind gut pigmentiert. Ja, die sind sehr gut pigmentiert und das mag ich auch. Sie sind so gut pigmentiert, dass sie überall stauben. Aber trotz allem eine ganz, ganz tolle und schöne Palette. Ich swatche sie euch mal. Die hat wirklich so, das ist eher so in die Bronze-Richtung, was ich ja besonders feiere. Auch da ist ein rosaner drin. Ich glaube aber, dass ich lieber diese Palette behalte
und den hier dann aussortiere, dieses Holo-Puder. Weil ich so einen rosanen Shift hier schon in der Palette habe. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber ich denke ja. Ich denke, dass das Puder hier, das einzelne, gehen darf und ich dafür das Trio behalten werde. Das machen wir so. Genau, eins darf schon mal gehen, weil vom Unterton her, ja, was auf meine Haut passiert, sieht das gleich aus. Von daher lohnt sich das nicht, das aufzuheben. Leider, leider, leider hätte ich dieses Grüne, weil es sah wirklich in der Verpackung, sieht das nicht rosa aus. Es sieht einfach, ja, mit einem anderen Shift, ne? Aber da sieht man vielleicht, es wirkt halt anders da. Deswegen, das geht. Dann hatte ich ja das Glow Mist. Das ist jetzt leer. Ja, da kommt nichts mehr raus. Leider kriege ich die letzten Reste nicht raus. Macht aber nichts. Ich fülle die Flasche auf. Und dann habe ich mein Glow Mist. Ich hoffe, das funktioniert auch mit anderen Produkten. Wirklich ein Schatz. Ich gucke jetzt schon bei Kleiderkreisel, ob ich die große Pulle bekomme für 10 oder 15. Keine Ahnung, aber für den vollen Preis würde ich es nicht bezahlen. Nein, ich bezahle nichts mehr für den vollen Preis, habe ich das Gefühl. Dann habe ich den Kiko-Lidschatten benutzt. Ja, den fand ich nicht so schön auf den Lidern. Es war okay, aber jetzt kein Produkt, was ich unbedingt behalten müsste in der Sammlung. Ist ein bronziger Ton. Schön, aber der geht. Dann etwas, wo ich eigentlich auch will, dass es geht. Denn es funktioniert für mich nicht. Es ist für mich ein Flop. Der Catrice Medal Sensation Creamy Eyeshadow in der Farbe 030. Sah wunderschön auf den Lidern aus. Wirklich, sah wunderschön aus. Ich habe den Ton gefeiert. Aber ich habe keinen Bock, einen Creme-Lidschatten zu benutzen, damit ich eine intensive Farbe habe. Damit es aber kriecht. Ich hatte euch, ich versuche euch das Bild jetzt danach einzublenden, um euch zu zeigen, wie das war. Also ich fand es nicht toll und ich würde es euch nicht empfehlen, wirklich nicht. Nee, ich möchte nicht ein Produkt kaufen, wo Creamy draufsteht, um dann Puderprodukte drauf zu machen. Nicht, dass ich es nicht machen könnte, aber ich kaufe es ja nicht, damit ich so ein cremiges Finish habe, damit ich anfangen muss, irgendwas zu zetten. Ja, und ich kann euch sagen, Colourpop hält 24 Stunden, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Die Rede ist nämlich von dem hier. Den habe ich auch einmal drauf gehabt. Und ich war mega begeistert. Der ist mir gerade wieder runtergefallen und gebrochen. Die Farbe ist fantastisch. Das ist so ein Altgold. Ja, Altgoldgrünlich. Von den Farben sind sie sich wirklich nicht ähnlich. Und das ist auch ein Cream Eyeshadow, ja? Aber der hält 24 Stunden. Ich habe damit gepennt und am nächsten Tag noch damit ewig verbracht. Schande über mein Haupt, aber so war's. Deswegen kann ich sagen, das hat wirklich 24 Stunden gehalten. Ja, und überraschenderweise mein Eyeliner auch. Der hat wirklich, den habe ich morgens aufgetragen und am nächsten Morgen war der immer noch da, obwohl ich damit gepennt habe. Das ist absolute Liebe, sage ich euch. 16 Stunden steht drauf, kann ich aber mit 24 Stunden unterschreiben. Und ich habe ihn nicht nochmal nachgezogen. Nee, er war so wie er tagsüber drauf war, so war er auch. Der ist von Glam & Doll und von Catrice. Richtiger Favorit. Und ich habe heute auch meine Lidstriche damit gezogen und es funktioniert einfach super mit dem. Absolute Liebe. Ja, dann kommen wir zu Augenbrauenstiften. Der Elf ist immer noch nicht leer. Das ist unglaublich, wie viel drin ist. Er ist nicht einmal abgebrochen. Also ich feiere ihn schon. Würde ihn aber im Moment nicht nachkaufen, weil ich einfach genug Augenbrauenprodukte habe und erstmal so Stifte leer machen möchte, bevor sie mir kaputt gehen. Ja. Ansonsten, ja. Der bleibt ja immer so lange drin, bis er leer ist. Kann ich euch aber absolut ins Herz legen. Dann die Mascara von Mary Kay. Ich muss sagen, für ein natürliches Finish ja. Für ein Wawawoom-Ergebnis nein. Und was ich mache, ich habe die nochmal mit reingenommen, damit ich einfach ein schönes Ergebnis habe. Und die schmiert mir aber zu viel rum. Da ist irgendwie zu viel Produkt dran. Die mache ich zuerst und dann gehe ich mit der Mary Kay. Das funktioniert, aber nicht der Stürmer schlechthin. Ja, mein Lieblings-Essence-Lippenstift, ich feiere den, das sieht so, so schön aus. Den ich heute drauf habe, ist so ein bisschen, das ist ein Lipgloss und der ist so ein bisschen angehaucht an den von Essence und ja, der ist echt schön. Gefällt mir richtig, richtig gut, wenn es nochmal so eine Farbe. Ich finde, das ist ein schönes Alltags-Rosenholz.
mit einem Ticken Roteinschlag. Also wirklich eine perfekte Farbe für mich, für meinen Hautton, für meine Farbe, für alles. Es sieht immer gut aus, wenn ich den drauf habe. Ich bin nie unglücklich. Nur habe ich das nicht gefeiert, dass der Deckel immer abgegangen ist. Also die waren echt nicht so gut mit der Haltbarkeit und deswegen sind sie auch so schnell leer. Der ist ja auch, die Fiddelstück ist auf jeden Fall abgebrochen. Schade drum. Aber ansonsten mag ich den sehr. Dann habe ich nochmal diesen Brau-Idol drinne. Ja, es gefällt mir schon, wenn ich ihn auftrage, aber ich sehe immer noch diesen Rotstich drin. Das hatte ich letzte Woche ja schon. Werde ich natürlich jetzt leeren und dann aber nicht mehr nachkaufen. Jedenfalls nicht in der Farbnummer 010, Medium Brown. Aber zum Beispiel, wenn die Jenny, Miss Curly Jen, ja, so rotstichige Haare oder Orange Touch oder wie auch immer, ja, einfach einen warmen Unterton in den Haaren hat, das kann ich dir ans, ja, ans Herz legen. Damit sehen die Augenbrauen auch nicht zu rotstichig aus, den habe ich ja heute auch drauf, aber auch nicht zu aschig. Ja. Falls du Interesse an so einem Augenbrauengel hast. Ja, dann habe ich noch das hier tatsächlich ausprobiert. Ich fand das schön, als ich das hier so ein bisschen aufgetragen habe. Das hat das Auge geöffnet. Ist aber jetzt kein... Ja, ist jetzt nicht so, was ich weiß, wie, in welche Looks. Vielleicht finde Cut Crease. Ja, irgendwie kommt Essence nicht so richtig klar mit diesen... Diese Pinselhaare von Essence fransen halt wahnsinnig schnell aus. Das ist halt ein bisschen schade, aber sonst wirklich ein tolles Produkt, was so Schimmer angeht, ne? Wenn man das auf einem kompletten Lid aufträgt oder einfach nur so eine Kante zieht oder irgendwie sowas. Ja, genau. Aber nichts, was ich nachkaufen würde, bin ich der Meinung, weil ich ja, brauche es nicht so. Dann habe ich auch am unteren Wimpernkranz gefeiert von Urban Decay, der Solstice. Den habe ich ja so gefeiert, dass ich ihn ja, öfters mal jetzt benutzt habe. Ich werde jetzt den Stopper entfernen und dann werde ich ihn des Öfteren jetzt auch in der nächsten Woche, in der nächsten Woche nochmal ausprobieren mit verschiedenen Paletten, die ich mir zur Verfügung stelle sozusagen. Ja. Genau. Und da ist halt nicht mehr so viel drin. Ich bin sehr, sehr froh, dass er mal in so einem Paket drin war. Ich konnte ihn einige Male ausprobieren. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Ton. Das ist so ein Braun, eigentlich wie MAC Blue Brown. So von dem Farb- oder ja, es ist ein brauner Ton mit einem blauen Unterton. Richtig, richtig schön auf den Lidern. Sehr metallisch, gefällt mir so gut, dass ich es eben noch mal bestellt hatte. Dann auch der Catrice Eyeliner, den feiere ich wirklich sehr. Der kommt jetzt auch in meine Monatsfavoriten rein. Den mag ich richtig, richtig gerne, wenn ich keinen schwarzen Liquid Liner mag. Dann benutze ich immer diesen lilanen. Ich finde das bei grünen Augen wunderschön. Und ja, der kommt auf jeden Fall in meine Monatsfavoriten. Ja, dann habe ich für mein blaues Augen-Make-up mit unter anderem diese kleine Palette benutzt. Ja, es ist eine tolle Palette. Die hatte ich euch letztes Mal schon geswatcht gehabt. Ich werde sie aber, denke ich, nicht benutzen, obwohl der Ton wirklich sehr, also alle Töne sind sehr, sehr schön. Der silberne kam gar nicht so schön raus, wie ich erwartet habe. Der war eher so mehr schlecht als recht. Seht ihr das? Also der kommt gar nicht so metallisch rüber, auch nass nicht. Ja, Mary Kay Bake Trio gebackene Lidschatten. Ja, war okay, kann ich euch aber nicht ans Harz legen, fand ich jetzt nicht so schön. Die zwei Blautöne dagegen, also einer ist ja so grün, türkis und der andere ist so blau, wirklich schön. Aber die geht jetzt auch aus meiner Sammlung, die brauche ich nicht. Ja, ist blau, ne? Ich bin keine blaues Mädchen, bin ich einmal nicht. Habe ich das gerade gesehen und fällt mir ein. Zu diesen zwei Paletten, ja, kann ich einfach nur sagen, Bombe. Diese kleine Creamy Square Eyeshadow Palette von Trended Up feiere ich wirklich sehr. Es ist eine super süße Alltagspalette. Sie kostet 8 Euro, ja. 8, glaube ich, ne? Oder 7. Aber wirklich zum Empfehlen. Ich finde die, also die 183 Days von Trended Up oder bei Trended Up super, super schön. Wirklich tolle Alltagspalette, wenn man wirklich was Nudiges mag. Schaut euch die an. Ihr werdet keine Geldverschwendung haben oder sowas, sondern einfach... Was davon haben. Wollte ich euch noch zeigen. Und zwar. Also, okay.
Das letzte Palettchen ist von Essence Ola Rio. Und ich muss sagen, das ist die schönste Essence-Palette mit anderen und in meiner Sammlung. Ich muss sagen, einmal die Verpackung natürlich, ja. Das sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus und wirklich BH Cosmetics angehaucht. Also da hat Essence wirklich Top-Leistung geleistet. Und auch die Töne sind super schön. Ich habe mich sehr gerne in dieser Woche mit dieser Palette geschminkt. Alle Looks, die ich gemacht habe, haben einfach geklappt. Sah einfach toll aus. Es hat nicht zu viel gebröckelt. Es hat einfach schöne Looks gegeben. Wirklich toll, toll, toll. Kann ich euch absolut ans Herz legen, euch mal eine anzugucken. Also die war jetzt top. Die habe ich gefeiert. Ich habe die anderen geswatcht. Aber war nicht so meins. Also ich muss sagen, das ist eher so mein Farbschema. Und ich glaube, ich belasse es auch bei dieser Palette. Eine andere brauche ich nicht. Sagen wir es mal so, wie es ist. Dann habe ich jetzt das neue Schminkkörbchen. Das wird weniger sein. Ich werde euch auch sagen, warum. Ich habe hier ein Primer Spray, was ich gerne mal ausprobieren würde, auch wenn es nur einmal ist. Ich mag den Geruch sehr gerne. Und ich dachte, ich bleibe bei diesen 163 Tagen. 83 Tagen. Das habe ich auch schon im DM-Haul, glaube ich, gesagt, ne? 63. Obwohl es 83 sind. Primer und Fixierspray kommen rein. Dann habe ich als Foundation einmal meine, da ist nicht mehr viel drin. Ihr seht das vielleicht bis hier ungefähr. Also noch dieses Stückchen. Dann ist die leer und dann darf sie auch gehen. Ich habe mit als Primer, ich bin ein bisschen verwirrt, als Primer habe ich You Better Work Proof Primer nochmal reingenommen. Da ist Lichtschutzfaktor drin. Genauso ich diese Sonnencreme mit reingenommen habe, weil ich sie einfach gut finde. Und warum sollte ich die Produkte vergammeln wieder in der Ecke? Und von dem You Better Work Proof Primer habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Backups. Also von daher schadet es nicht mal, einen aufzubrauchen. Da möchte ich super gerne das Baby Skin Make-up in der 030 testen. Das habe ich gerade erst im DM gekauft und möchte diese matte Foundation ausprobieren, wie sie für mich wirkt, wie sie auf meine Haut ist. Gerade weil ich diese 163 Tagen Sachen mit drin habe, finde ich das doch einfach cool, wenn man eine Serie mal ausprobiert gemeinsam. Und falls mir das Baby Matte Foundation nicht gut sein wird, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich habe die 030, ich hoffe, sie passt. Dann habe ich das Mac Make-up mitgenommen, mit reingenommen. Da ist nämlich auch nicht so viel drin. Also es ist 3/4 voll auf je oder ein bisschen mehr als die Hälfte drinne. Ich möchte es aber nochmal ausprobieren, denn ich finde es zu schade, wenn es umkommt. Und von der Farbe her passt das auch. Ich glaube, das ist NC15, ja. Die Farbe war ganz in Ordnung, bin ich der Meinung. Dann habe ich als Puder einmal das Too Faced Matte & Poreless nochmal mit rein. Da ist nicht mehr viel drin und ich will einfach es aufbrauchen. Ich will einfach, ich will, dass es leer geht. Und für mein Gesicht nochmal zum Ausprobieren habe ich hier 183 Days Matte Powder. Total putzig. Ich habe gesehen, da sind nur 3,5 Gramm drin. Das steht hier gar nicht. Weil das ist so dünn, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass da viel drin sein wird. Also wenn man hier es gegen Licht hält, sehe ich, wie dünn das eigentlich ist. Ja, ihr seht ja, da ist ja fast nichts drin. Da habe ich bei DM heute nachgeschaut. Online sind 3,5 Gramm drin. Ja, ich weiß es nicht, wie lange das hält, sowas. Ich denke, 2 Wochen vielleicht höchstens. 3,5 Gramm, ich meine, ja. Süß ist es ja schon. Ich denke, meine Tochter wird es feiern. Und das Puder-Questchen werde ich auch nicht mit benutzen. Vielleicht möchte sie das haben oder was weiß ich was. Ich werde das nur so benutzen. Genau. Dann habe ich als Concealer, ja. Concealer, bei beiden ist nicht mehr viel drin. Also bei dem Concealer kann ich schon auf dem Boden sehen, glaube ich. Ja. Bei dem Concealer hängt wirklich nur noch alles am Applikator und vielleicht ein bisschen an den Rändern, aber nicht mehr viel. Der hier, der muss platt gemacht werden, der ist so schrottig und ich hoffe, dass ich die anderen nicht so sind wie der hier. True Match, Perfect Match, keine Ahnung, ob es das schon länger gibt. Dann habe ich noch von Essence den Corrector, auch da ist genau dasselbe, das wisst ihr schon mittlerweile, nicht mehr viel drin. Das muss jetzt leer gehen, das nervt, das nervt. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachets, die ich natürlich einfach drin habe
und nicht reviewen werde, sondern einfach schon mal drinne habe. Kommt drauf an, was ich schaffe aufzubrauchen. Wie gesagt, sind auch Foundations dabei. Ich würde aber gerne die drei testen. Einmal ist von Lacombe, habe ich mir mit reingepackt. Lacester meine ich. Sowas hier. Dann habe ich mir von BH Cosmetics die 212 Light Olive reingepackt. Ist auch eine Foundation, mochte ich. Sogar von der Farbe her. Vom Clinique habe ich zwei. Einmal eine Foundation und einmal so ein Primer ist das. Oder so ein Face. Was war das? Feuchtigkeitsspendendes, belebendes Konzentrat. Superstay. Ja, denke ich eher weniger. Und Pure Make-up bei Maybelline. Gel Make-up mit H2O. Ja. Genauso wie Happy, ja, das bleibt jetzt immer so lange in dem Körbchen, bis ich es schaffe, mal aufzubrauchen, ganz einfach. Weil die fliegen sonst überall rum und diese, ja, wenn ich es in meinem Körbchen habe, dann sehe ich das und kann das entscheiden. Dann habe ich noch die NYX Palette drinne, die bleibt, glaube ich, mein Leben lang da drinne, bis die halt platt gemacht ist. Dann habe ich als Highlighter, genauso platt machen möchte ich ja, diese zwei Augenbrauenstifte. Einmal ist es der Catrice in der 040. Und einmal ist es der Elf in der Farbe Taupe. Diese zwei. Da ich gebe den höchstens 2 Wochen, dann ist er fertig. Fertig mit der Welt. Und Strobing Light Liquid bei Face Studio. In der Farbnuance Light. Ja, ist sehr interessant. Sieht rosa stichig aus. So Metallrosé, Flieder, Lila. Seht ihr, wie metallisch das ist? Und ich dachte, ich kann das unter die Foundation packen. Oder sogar in die Foundation mischen. Bin mal gespannt. Natürlich probiere ich sie erstmal aus, aber die hat so einen richtig schönen Reflektor. Bin ich super gespannt. Und ist wirklich ein Liquid. Also Liquid in der Tube. Dann möchte ich austesten die Woche ganz neu einen Nagellack, den ich mir erst neulich gegönnt habe. Der ist so schön. Den könnte ich mir sogar mit dem vorstellen. Das ist, ja, das ist die Farbnummer. 54 All That Glitters Is Gold. Und ein Lippy Glossy von Trended Up by, nee, bei Trended Up in der Farbnummer 030 Tutti Frutti. Den finde ich schön, der ist auch direkt auf meinen Lippen gelandet. Dann zwei Mascaras. Ja, mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich habe sehr viele und gleichzeitig offen gemacht, was schlecht ist. Aber ja, ich probiere mich jetzt gerade einfach durch. Dann habe ich das noch hier von Urban Decay wieder drin, damit es einfach auch leer geht. Es ist zu blöd, wenn die Sachen einfach schlecht werden sonst. Und da ist auch nicht mehr viel drin. Ich werde den Stopper da rausholen. Und dann ist da noch genug am Rand, um auszutesten und ja, leer zu machen, weil ich finde den sehr schön. Von Catrice ist auch der Pen drin. Ich weiß, dass sie schnell austrocknen. Ich bin sehr begeistert, der hat ja 24 Stunden bei mir gehoben. Der ist immer noch tiefschwarz. Ich kann den nur ans Herz legen, wenn es den noch gibt, in der 010 Super Black Waterproof Glam and Doll. Und ein Lippy Stifti von Christian Dior, Rouge Dior 999 in Matt. Ja, knallrotes Rot. Knallrotes Gummirot und dieses Gummirot. Das war's. Mehr habe ich nicht reingepackt, weil es nur noch an die Paletten geht. Es geht nur um eine Paletten-Review, Review, Review. Und zwar viele Neuheiten. Ich möchte das jetzt nicht euch zeigen, weil ich das ein bisschen so jeden Tag vielleicht ein Video diese Woche machen muss. Vielleicht auch zwei, keine Ahnung, wie ich schaffe. Weil wir haben 4 Augenpinsel, Augenpaletten von Catrice und 4 Gesichtspaletten von Catrice. Möchte ich alles in meinem Gesicht tragen. Ja, und viele, 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 viele Neuheiten. Von daher hoffe ich, alles wird gut. Wir schaffen das. Und ja, genau. Das sind meine Produkte. Ich hoffe, ihr seid nicht jetzt so ein bisschen enttäuscht oder sowas. Oder eigentlich dürft ihr auch gar nicht enttäuscht sein, sagen wir mal so. Viele Produkte sind immer noch gleich geblieben, aber viele auch nicht. Und ich möchte einfach, ja, mich nicht entscheiden jetzt, weil ich eben so viel Neues habe und einfach, ja, mit euch testen will. Es bleibt trotzdem eine Review danach. Also ihr werdet es dann am nächsten Sonntag sehen, wie ich die Produkte fand. Oder auch direkt im Video werde ich es ja immer dazu sagen, wie ich die Produkte fand. Und jetzt aufhören, zu viel Gesappel. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.